Eine ganze Familie verschanzt sich in ihrer Wohnung und schießt auf die Polizei. Auch die Kinder feuern aus Gewehren mit. Am Ende gibt es mehrere Tote und Schwerverletzte. Gemeinsam mit ihren damals 14 und 16 Jahre alten Söhnen lieferte sich das Ehepaar Giraud von seiner Wohnung aus mit der Polizei ein erbarmungsloses Feuergefecht. Ich fürchte, dass es dann noch zum Wüstenmassaker kommt. Man bezeichnet das als Folie à deux, die Beklopptheit zu zweit. Was man hier sieht, wie die Polizei agiert in diesen Clips, das ist ziemlich verstörend. Der Fall gilt heute noch als Lehrstück für Fehler bei Polizeieinsätzen. Doch wie konnte es so weit kommen und was genau ist hier passiert? Es ist der 15. Juni 1972. Morgens gegen 9:30 klingeln vier Polizeibeamte mit einem Durchsuchungsbeschluss hier bei dem ehemaligen Chemiearbeiter Karl-Heinz Giraud. Er gilt als Querulant und leistet sich einen Privatkrieg mit den Behörden. Vor dem Haus wartet noch eine Streife der Schutzpolizei zur Sicherheit. Denn Giraud hat Waffen und die sollen heute konfisziert werden. Schon im Vorfeld gibt es Hinweise darauf, dass der Familienvater aggressiv ist. Aber auf das, was dann passiert, sind die Beamten überhaupt nicht vorbereitet. Da hörte ich hier, wie auf einmal ein paar Schüsse fielen. Wie viel Uhr war das? Also zwischen 9 und 10, 9:30, 9:40. Und was haben Sie dann beobachtet? Da habe ich nur beobachtet, wie der zweite Schutzmann da, wo der Wagen steht, der offen steht, auf der Straße lag, vor dem Wagen und die Mütze lag bis jetzt noch. Die haben sie jetzt weggenommen. Und der Betreffende hat direkt geballert und hat direkt auf losgeschossen und hat ihn direkt umgelegt. Die Schüsse aus der Waffe Giraud durchschlagen die Wohnungstüre. Drei Beamte brechen getroffen zusammen. Einer kann entkommen. In der Beethovenstraße bricht das Chaos aus. Es scheint, als hätte die Polizei völlig den Überblick verloren. Nur wenige Stunden vor der Tat, am frühen Morgen, war hier noch ein Journalist zu Besuch gewesen, um den Familienvater wegen seiner Probleme mit den Behörden zu interviewen. Hatten Sie gestern schon den Eindruck, dass er gewalttätig werden könnte? Ja, als ich also das Interview gemacht habe vorher, hat man mir gesagt, ich sollte nicht hingehen, weil er angeblich Waffen habe und auch sehr schnell schießen würde und also auch schon gedroht habe, andere Leute umzulegen von den Behörden und so. Aber ich habe da einfach nicht drauf gehört. Und ich habe auch mit ihm gesprochen über Waffen. Ich habe gesagt, ob er Waffenliebhaber sei und so. Er sagte ja und da habe ich ihn gebeten, mir seine Waffen zu zeigen. Mhm. Und das hat er nicht getan. Und da habe ich also geglaubt, er würde spinnen. Aber er hat offensichtlich doch nicht gesponnen. Offensichtlich fühlt sich der ehemalige Chemiearbeiter Karl-Heinz Giraud, der seit 7 Jahren mit seiner Familie Sozialhilfe bezieht, von den Behörden permanent ungerecht behandelt. Der 42-Jährige sucht deswegen immer wieder das Gespräch mit Journalisten. Thema: sein Privatkrieg mit Ämtern und Justiz. Ich verabrede mich mit dem Hamburger Reporter und Buchautor Malte Herwig. Für seinen Podcast interviewt er Mörder, Serienkiller und andere Schwerkriminelle. Wir zeigen ihm die Aufnahmen vom Tattag in Oberhausen. Herr Herwig, wie erklären Sie, dass ein Journalist mit einem Querulanten über seine Behördenprobleme sprechen möchte? Und ja, hier kommen zwei beliebte Themen für Journalisten zusammen, nämlich Behörden. Das ist etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger, das Publikum interessiert, und Querulanten. Querulanten sind natürlich immer interessanter für eine Geschichte als Menschen, die sich anpassen und nicht auffallen. Also Bad News is News. Deswegen finde ich, auf Basis des Clips, den Sie mir vorhin gezeigt haben, ist es erstmal absolut nachvollziehbar, dass der Reporter dahingegangen ist zu diesem Mann und das getan hat, was Reporter nun mal tun, nämlich Gerüchten nachgehen, recherchieren, versuchen herauszufinden, ob an diesen Gerüchten was dran ist. Im Fall Giraud hat sich ja herausgestellt, dass der Mann gefährlich ist. Und trotzdem ist der Journalist hingegangen und hat mit ihm gesprochen und das Interview geführt. Müssen Journalistinnen und Journalisten dafür nicht ein Gespür haben und so jemanden, der von dem so eine Gefahr ausgeht, auch direkt den Behörden melden? Also in dem Fall, muss ich sagen, scheint es nicht offensichtlich gewesen zu sein, dass da eine unmittelbare Gefahr besteht. Außerdem ist es natürlich so, dass Journalisten nicht die Aufgabe von die Aufgabe der Verbrechensbekämpfung haben. Sie müssen recherchieren und ich denke, jeder muss für sich natürlich überlegen, ob er bei unmittelbarer Gefahr nicht die Behörden warnt. Das ist völlig klar.
Fehleinschätzungen wurden im Fall Giraud am laufenden Band getroffen. Von Journalisten und Behörden, aber vor allem an jenem verhängnisvollen Tag von der Polizei. Wir hatten zunächst mal einen Haussuchungsbefehl auf Waffen. Und dann sind zwei Kriminalbeamte mit Verstärkung der Schutzpolizei hier hereingegangen. Dabei geschah es. Drei Polizisten, Werner Kerb, Hermann Schulte-Holthorst und Günther Olfen, erschienen in der Wohnung Giraud mit einem Durchsuchungsbefehl. Giraud trickste sie aus und erschoss alle drei. Der Olfen ist bis hier auf der Straße, hat den da gelegen. Dann habe ich verstärkten Einsatz angefordert hier und so weiter. Das ist hier eine dolle Schießerei. Hermann Schulte-Holthorst haben wir gar nicht mehr rausgekriegt. Der liegt noch oben in der Wohnung. Die Kameras der Journalisten sind live dabei, als sich das Drama hier in der Beethovenstraße fortsetzt. Während ein Beamter droht, in der Wohnung der Giraud zu verbluten, bricht vor dem Haus das absolute Chaos aus. Immer wieder fallen Schüsse. Polizeibeamte, die am Einsatz beteiligt sind, geben unter Schock Interviews. Dann hat der Hauptkommissar John, der hat den Einsatz geleitet. Ich habe mit dem hier gestanden. Dann ist von Czernowitz und Bezirkskommissar und Hauptkommissar Wiegand gekommen. Der begrüßt die da hinter dem Wagen, kommt sofort ein Schuss von drüben. Der kriegt einen Halssteckschuss. Nicht? Dann sind wir hier rübergegangen mit dem Polizeidirektor. Haben wir da hinten hinter der Mauer gelegen. Hat er uns da hinten hat er da drauf losgeschossen. Und Sie haben den Schützen beobachtet? Ja, selbstverständlich. Ich habe einen schwarzen Kopf hier oben auf dem Balkon und schoss drauf los. Das Gefühl, dass Amok läuft. Der ist vollständig von Sinnen und so weiter. Es sind fünf Kinder drin und davon sind zwei bewaffnet und er ist bewaffnet. Ja. Ja, die Jungen sind groß, die sind 19 Jahre. Sind groß, der eine ist 16, der andere ist 13, 14, aber die halten also ihren Vater, die schießen. Die liegen mit angelegten Gewehr liegen die da drin. Waren Sie dran, haben Sie es gesehen? Ja. Spricht er mit denen? Ich bin also ein Kollege und ich, ne? Wir verhandeln mit dem. Wir sind als Gott sei Dank jetzt ins Gespräch gekommen, wir dürfen natürlich jetzt nichts überstützen. Ne? Was will er denn jetzt? Jetzt wieder ein Rechtsanwalt. Ja, wir haben erstmal. Ne, ich kann auch nichts sagen. Frauen sind hier. Und so viel da. Gibt er den Beamten nicht raus, den verletzten? Nein. In diesem Archivstück sehen wir ja auch unter anderem Polizeibeamten, die während eines Einsatzes Interviews geben. Wie kann das sein? Zunächst einmal ist es so, dass die Polizei auch gehalten ist, die Öffentlichkeit zeitnah zu informieren, solange es nicht die Ermittlungen behindert. Es ist also nicht schlecht, dass Polizei und Medien miteinander ins Gespräch kommen. Etwas anderes ist es allerdings, wenn eine Straftat gerade noch geschieht. Und ich muss sagen, was man hier sieht, wie die Polizei agiert in diesen Clips, das ist ziemlich verstörend. Heutzutage würde man das, glaube ich, nicht mehr erleben, weil auch die Polizei Öffentlichkeitsarbeit so weit professionalisiert ist, in einem guten Sinne, dass sie dann eine Sprecherin oder einen Sprecher vor Ort haben, der die Medien wahrheitsgemäß und aktuell informiert, was dort passiert oder passiert ist, ohne aber die Ermittlungen zu gefährden. Das Drama dauert mehr als 3 Stunden. Die um sich schießende Familie lässt die Beamten nicht in die Wohnung. Auch nicht, um den stark blutenden Polizeibeamten Schulte-Holthaus herauszuholen. Die Giraud vertrauen offenbar nur ihrem Anwalt. Der wird schnell herbeigeholt und in das Haus geführt. Lass mal den doch rausholen, der muss doch versorgen. Kinder, das werdet ihr jetzt. Ja. Es passiert nicht, aber Kinder, bin ich jetzt rein. Sie wollen Ihre Doktor. Ich bin doch heute schon mal so umringt. Besser, ganz groß Ehrenwort. Der Kollege und ich, wir gehen rein. Sogar Kameraleute werden von der Polizei nicht daran gehindert, in den Flur des Hauses vorzudringen. Und auf der Straße dann gehen die Interviews sofort weiter. Jetzt mit dem Anwalt der Giraud. Er vermutet hinter allem irgendwelche bösen Tricks und so weiter. Nicht? Also, wie verhält sich die Frau? Die Frau hetzt mit, nicht wahr? Die steht vollkommen auf seiner Seite und beschwert sich darüber, ihr sei Unrecht geschehen und ihr Mann täte recht so, nicht wahr? Sie bringt ihn nicht etwa zur Vernunft oder sonst. Also ich habe das Gefühl, die leben in einer förmlichen Raserei, nicht wahr? Die Verhandlungen sind zäh, doch nach und nach schaffen es die Beamten, die Familie zu beruhigen. Sie schießen nicht mehr. Nachdem man durch Tränengas erreicht hat, dass sich die Giraud nur noch am offenen Fenster aufhalten können, sieht auch der Vater die Kameras auf der Straße und spricht zu den anwesenden Journalisten. So vertraut uns die Polizei, dass sie keine Angst hat, dass sie hier auf die Polizei schießen. Ja, so vertrauen die uns. Sie wissen, dass sie auf niemanden schießen. Sie haben ja selbst schon ganz oft mit Tätern gesprochen. Haben Sie das auch schon mal während eines Einsatzes getan?
Nein, während einer Tat nie. Das würde ich auch nicht machen, denn als Reporter ist es meine Aufgabe, zu berichten und einzuordnen, Informationen bereitzustellen. Aber ich möchte nie den Gang der Ereignisse beeinflussen, wenn ich über etwas berichte. Und das ist auch etwas, wozu uns der Pressekodex anhält. Man darf sich als Medienberichterstatter nicht zum Werkzeug von Tätern machen lassen. Es ist keine gute Idee, eigenmächtige Vermittlungsversuche zwischen Tätern und Polizei zu unternehmen. Und Interviews während eines Tatgeschehens soll es laut dem Pressekodex auch nicht geben. Dieser vorliegende Fall liegt ja jetzt 50 Jahre zurück. Wie hat sich das Verhalten von Reporterinnen und Reporter in solchen Situationen seitdem verändert, in vergleichbaren Situationen? Auf Seiten von Reportern gab es natürlich den Sündenfall 1988, die Geiselnahme von Gladbeck, in deren Verlauf die Täter immer wieder teilweise live interviewt wurden von Medien, wenn sie durch eine Einkaufszone, eine Fußgängerzone zum Beispiel fuhren. Es gab sogar eine Szene, da hat ein Fotograf einen der Geiselgangster gebeten, doch einer Geisel nochmal die Pistole an den Hals zu halten, weil er das Bild noch nicht habe. Und das ist natürlich genau diese Art von Eingreifen als Berichterstatter, die absolut tabu sein sollte und es heutzutage auch ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit mit Tätern, und das können Serienkiller sein, das können die schlimmsten Täter sein oder Täterinnen, mit ihnen nach der Tat zu sprechen. Aber während der Tat, nein, das ist ein Tabu. Nach mehr als 3 Stunden ist es dann soweit. Karl-Heinz Giraud und seine Frau werden aus der Wohnung gebracht und in Haft genommen. Hunderte Schaulustige verfolgen das Ende der völlig aus dem Ruder gelaufenen Polizeiaktion, bei der 3 Beamte starben und 4 schwer verletzt wurden. Auch Hermann Schulte-Holthaus ist mittlerweile in der Wohnung der Giraud verstorben. Die Menge fordert, die Täter zu lynchen. Was an diesem blutigen 15. Juni 1972 den meisten Beteiligten klar wird: diese Tat wird Folgen haben. Nicht nur für die Täter und deren Kinder und die Angehörigen der Opfer. Nein, dieses Chaos während des Polizeieinsatzes muss aufgearbeitet werden. Und so vergehen bis zum Prozess gegen die Giraud zunächst einmal fast 2 Jahre. Das ist der ehemalige Chemiearbeiter Karl-Heinz Giraud im Saal des Duisburger Schwurgerichtes. Und das ist seine Frau Brunhilde. Zusammen müssen sie sich wegen gemeinschaftlichen Mordes in 3 Fällen und wegen 4-fachen versuchten Mordes an dieser Stelle verantworten. Herr Rechtsanwalt Schöller, wie sind die Untersuchungen Ihres Mandanten ausgegangen? Die haben das Ergebnis gehabt, dass er für voll verantwortlich angenommen wird. Von wie vielen Gutachtern? Ja, er ist von 2 und da und dann noch mal einem Gutachter eingehend stationär untersucht worden. Gibt es so etwas wie ein Konzept für Ihre Verteidigung? Ja, das gibt es, aber ich weiß nicht, ob ich das so ohne weiteres preisgeben darf, schon jetzt zu Beginn der Hauptverhandlung. Im Großen und Ganzen bin ich darauf heraus, vielleicht herauszuarbeiten, dass Giraud zur Zeit der Tat in einem Affektstau gehandelt hat. Seine Familie steht hinter ihm und unterstützt das, was Karl-Heinz Giraud in seiner ersten Vernehmung als ehrlichen Kampf bezeichnet. Die Frau schlicht und dieser Szene nicht gewachsen, der Mann bieder und ruhig. Das ist das Bild der Eheleute Giraud hier vor dem Duisburger Schwurgericht. Ich treffe den Kriminalpsychologen Christian Lüttke. Er kennt sich mit der Psyche von Tätern aus und hat sich für uns in den Fall Giraud eingearbeitet. Herr Lüttke, wie kann es sein, dass aus einem Querulanten, der dauerhaft mit den Behörden streitet, ein Amokläufer wird?
Damit aus einem Querulanten ein Gewalttäter wird, müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen. Das kann ein dauerhafter Stress sein. Es ist die Unfähigkeit, mit Konflikten umzugehen. In vielen Fällen kommt eine psychische Störung dazu. Und psychische Störungen sind immer Beziehungsstörungen. Das heißt also, solche Menschen haben häufig sehr negative Beziehungs- oder Bindungserfahrungen gemacht, die dazu führen, dass sie ein sehr schwaches Selbstwertgefühl haben. Und sie verwandeln dann ihr Gefühl von Ohnmacht in ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht. Wenn ich also Gewalt ausübe, dann habe ich für kurze Zeit das Gefühl, ich habe Macht oder im schlimmsten Fall bin ich Herr über Leben und Tod. Augenzeugen haben am Tattag von Amok, Wahn und Raserei gesprochen. Bedeutet das automatisch, dass jemand, der so eine Tat begeht, nicht mehr Herr seiner Sinne ist? Wenn ein Mensch eine solche Tat begeht, ist er in den meisten Fällen tatsächlich Herr seiner Sinne. Es geht darum, zu schauen, ob ein Mensch sich zeitlich und räumlich orientieren kann. Das heißt, solche Täter haben ja einen hohen Planungsgrad. So was macht man nicht im Affekt. Und er ist nicht in einem Zustand einer Psychose, wo er also vollkommen den Bezug zur Realität verliert, sondern sie sind eben bewusstseinsklar und damit eben Herr der eigenen Sinne. Wie schätzen Sie die Dynamik in der Familie ein? Haben Sie sich gegenseitig hochgepusht oder gibt es einen Hauptschuldigen? In einer solchen Familie sind alle miteinander verbunden und in den meisten Fällen gibt es tatsächlich immer einen Haupttäter. Es gibt auch ein psychologisches Störungsbild. Man bezeichnet das als Folie à deux, die Beklopptheit zu zweit. Das heißt also, einer in der Familie hat eine psychische Störung, in der Regel der Haupttäter, und der infiziert die anderen. Das heißt, die anderen machen mit, weil sie in einer emotionalen Abhängigkeit zu dem Täter stehen. Februar 1974. Der Duisburger Schwurgerichtssaal platzt aus allen Nähten. Nicht jeder, der will, findet hier Platz, als das Gericht sein Urteil verkündet. Den 45-jährigen ehemaligen Chemiearbeiter Karl-Heinz Giraud sieht das Gericht als den eigentlichen verantwortlichen Initiator der Bluttaten vom 15. Juni 1972 auf der Beethovenstraße 24 im Oberhausener Stadtteil Sterkrade. Dreifacher Mord, vierfacher Mordversuch. Brunhilde Giraud, die Ehefrau, ist für die Richtergehilfin. Unter anderem Beihilfe zum dreifachen Mord. Lange bestand die Frage während der Prozessvorbereitung dieses Verfahrens, ob Menschen, die solches verwirklichen, eigentlich voll zurechnungsfähig sein können. Die Gutachter vor dem Schwurgericht in Duisburg haben das in beiden Fällen aber eindeutig bejaht. Das Ergebnis der Begutachtung hat mich überhaupt nicht überrascht, denn im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Täterinnen, der Täter voll schuldfähig sind. Das heißt also, sie hatten einen hohen Planungsgrad, sie wussten jederzeit, was sie getan haben. Sie hätten jederzeit auch ihr Tatverhalten abbrechen können. 5 Kinder waren bei der Schießerei in der Wohnung dabei und die beiden ältesten Söhne feuerten mit. Doch obwohl der 16-Jährige an der Tat beteiligt war, attestierten ihm jugendpsychiatrische Sachverständige, er sei noch nicht reif genug gewesen, um als strafmündig zu gelten. Die Staatsanwaltschaft verzichtet darauf, ihn und den 13-Jährigen, der ebenfalls mitgeschossen hatte, anzuklagen. Strafmündig ist man in Deutschland eigentlich ab 14. Wie kommt es, dass ein 16-Jähriger, der mit einem Gewehr auf Polizisten schießt, nicht als strafmündig gilt? Ein 16-Jähriger, der nicht als strafmündig gilt, wird vorher natürlich genau begutachtet. Das heißt also, man schaut, entspricht sein Entwicklungsstand wirklich dem anderer 16-Jähriger oder ist er möglicherweise in seiner gesamten Persönlichkeitsentwicklung verzögert, eingeschränkt oder massiv gestört worden? Und es scheint in diesem Fall tatsächlich so zu sein, dass er eben nicht dem Entwicklungsstand eines 16-Jährigen entsprochen hat. Von daher kann man dann auch annehmen, dass er nicht strafmündig war. Warum ist es in Deutschland überhaupt so, dass unter 14-Jährige sich nicht strafrechtlich verantworten müssen? Weil es Jugendliche sind, die noch in der Entwicklung sind. Sie können die Tragweite ihres eigenen Handelns und Verhaltens nicht einschätzen. Und von daher schaut man eben juristisch auch auf diesen Entwicklungsprozess. Das heißt also, hier steht quasi der Erziehungs- und Entwicklungsgedanke im Vordergrund vor der Strafmündigkeit. Die Familie Giraud hat sich aufgelöst.
Wie sind die Kinder mit den Vorfällen dieses unseligen Vormittags fertig geworden? Der Ausgangspunkt war ja verheerend. Die Kinder waren also alle total geschockt und es war eine ziemlich intensive Arbeit nötig, um sie davon erstmal runterzubringen und dann anzusetzen mit der, das in diesem Fall mal sagen, Umerziehung. Sie mussten also von diesem Vaterbild, der also das ganze Leben der Kinder total erfüllte, gelöst werden. Sie standen also auch voll hinter Ihrem Vater unmittelbar nach der Tat? Absolut. Und wenn ich also jetzt der Reihe nach mal die Situation bei den Kindern aufzeigen darf, dann sieht es bei dem so aus, dass er in jüngster Zeit in einem Gespräch geäußert hat, dass er doch inzwischen einsieht, dass es völlig falsch war, was man getan hat, was der Vater eingeleitet hat. Besteht die Chance, dass Kinder, die aus so einer Familie kommen und so eine Tat miterlebt und teilweise auch mitgemacht haben, ein halbwegs normales Leben führen können? Kinder aus solchen Familien haben eine reelle Chance, ein relativ normales Leben zu führen. Sie brauchen allerdings ganz viel fachliche Unterstützung, sie brauchen sehr viel Kontinuität, sie brauchen stabile Menschen um sie herum, denen sie vertrauen können. Dann kann es durchaus gelingen, ein relativ normales Leben zu führen. Im besten Fall gibt es einen respektvollen und liebevollen Umgang. Es gibt letztendlich eine einzige Frage, mit der Sie herausfinden können, ob ein Kind unbeschadet durchs Leben geht oder nicht. Und diese Frage, die finden Sie in keinem Fragebogen dieser Welt. Die Frage lautet, fühlst du dich geliebt? Und wenn ein Mensch diese Frage mit Ja beantwortet, dann kann man eigentlich ganz ruhig und gelassen sein, weil das die wichtigste Beziehungs- und Bindungserfahrung ist, die ein Mensch machen kann, also bedingungslos geliebt zu werden. Wenige Tage nach dem Drama in der Beethovenstraße nimmt Oberhausen Abschied von den getöteten Polizisten. Abschied von Kriminalhauptmeister Hermann Schulte-Holthaus. Abschied von Kriminalhauptmeister Werner Karp. Abschied auch von Polizeimeister Günther Olfen. Die Totenwache der Polizei, dazwischen die drei schlichten Särge. Nach der Trauerfeier in der Stadthalle von Oberhausen formiert sich dieser Trauermarsch, an dem ca. 6000 Polizisten teilnehmen. Es ist ein Schweigemarsch und warum er stattfindet in diesem Augenblick, das sagt uns Klaus Schlicht, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Wir sind völlig emotionsfrei, da wir unsere Verpflichtung in dieser Gesellschaft kennen. Wir wollen hier nicht demonstrieren, sondern wir wollen nur unsere Kollegen in einem gebührenden Rahmen, der auch vor den Angehörigen zu verantworten ist, zu Grabe geleiten. Doch eine Frage beschäftigt nicht nur mich, sondern vor allem auch die Polizeiverantwortlichen nach der Tat. Würden die drei Beamten noch leben, wenn von der Polizei keine Fehler gemacht worden wären? Denn dass Fehler gemacht wurden, ist unstrittig. Das geht allein schon aus einem internen Untersuchungsbericht des Landesinnenministeriums Nordrhein-Westfalen hervor, den der Spiegel nach dem Urteil veröffentlichte. Vor allem wurde die ursprünglich geplante körperliche Durchsuchung des Beschuldigten nicht vorgenommen. Wäre sie sofort durchgeführt worden, hätte dies zur Entdeckung und Sicherstellung der bei Giraud in der rechten Hosentasche befindlichen Pistole geführt. Eine schlagartige Entwaffnung des Beschuldigten hätte die Eskalation von Gewalt seitens der übrigen Familienmitglieder verhindern können. Ich spreche mit dem ehemaligen Polizeibeamten Raphael Bär. Seit vielen Jahren ist er nun Polizeiwissenschaftler und zu seinen Forschungsgebieten gehört die Analyse von Fehlern bei der Polizei. In dem Untersuchungsbericht des Landesinnenministeriums wurden ja ganz klare Worte für den Einsatz gewählt. Wie konnte es zu so grundlegenden Fehlern kommen? Also die kurze Antwort darauf ist, man war schlichtweg auf diese Gewaltintensität nicht vorbereitet. Man hatte keine Vorbilder und dementsprechend auch keine Übung darin, solche Lagen professionell zu bearbeiten. In der Analyse wird ja der Einsatz unter anderem auch als plump bezeichnet und gilt mittlerweile als Lehrbeispiel für polizeiliches Fehlverhalten. Was hat man daraus mitgenommen? Also institutionell lernte die Polizei daraus, das Personal auf solche Einsätze besonders vorzubereiten. Und wir wissen ja heute, dass erst später, also im Jahr 1974,
die Innenministerkonferenz entschieden hat, Spezialeinsatzkommandos aufzustellen. Man lernte daraus tatsächlich, mit normalen Streifenbeamten oder Kriminalbeamten kriegen wir solche Fälle nicht gelöst. Wir brauchen dazu spezielle Teams und das ist die Geburtsstunde, ideell sozusagen die Geburtsstunde der SEKs, der Spezialeinsatzkommandos der Länder. Das heißt, heute würde man zu so einem Menschen direkt ein SEK-Team schicken? Unbedingt. Mittlerweile ist es ja so, dass die Einsatzlagen der SEKs sich auch vervielfältigt haben. Sie werden heute auch zu Einsätzen gerufen, die früher allein von Streifenpolizisten gemacht wurden. Das sind klassische SEK-Lagen, wenn jemand im Verdacht steht, Waffen zu horten oder sich zu verbarrikadieren, sind das klassische SEK-Lagen, sehr deutlich, ja. Anstatt den Schutzbereichsleiter über Sprechfunk einzuweisen, lief Polizeihauptkommissar John zu dem direkt vor dem Täterhaus anhaltenden Funkstreifenwagen des eintreffenden SB-Leiters. Dabei wurde er von Giraud angeschossen. Der Wagen blieb mit zur Hausseite offener Tür im Schussbereich des Giraud stehen. Das Funkgerät lief mit voller Lautstärke bis etwa 12.15 Uhr, Eintreffzeit 9.52 Uhr. Giraud konnte alle polizeilichen Einsatzbefehle mithören. Es ist übrigens auch kein Einzelfall, dass die Polizei nicht in der Lage ist, den Tatort zu sichern und abzusperren, um in sozusagen in Sorgfalt auch ihre Maßnahmen durchführen zu können. Wir haben ein ähnliches Erlebnis später noch bei dem Olympia-Attentat. Das war ja auch so, dass die Live-Fernsehberichterstattung bis in die Zimmer des Olympischen Dorfes hinein übertragen wurden, wo die Terroristen mit den israelischen Geiseln gesessen haben. Das alles ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass die Polizei nicht in der Lage war, den Tatort so zu sichern, dass keine Außenstehenden mehr Zutritt haben. Auch das würde heute völlig anders gehandhabt werden. Ein Mann erschießt drei Polizisten und verhandelt dann am offenen Fenster mit der Polizei. Ist es aus heutiger Sicht wahrscheinlich, dass er erschossen worden wäre? Eindeutig nein. Die Polizei erschießt niemand aus Rache oder weil gerade eine günstige Gelegenheit ist, sondern es ist immer geknüpft an die Gefahrensituation. Also natürlich hat die Polizei heute Präzisionsschützen und auch der finale Rettungsschuss ist in vielen Bundesländern mittlerweile gesetzlich auch fundiert. Es ist also keine Notwehr mehr, sondern ist eine gesetzliche es gibt gesetzliche Grundlagen dazu, aber immer nur, wenn die Gefahr unmittelbar für andere besteht. Und hier geht man schon sehr sorgsam mit dem Gewaltmonopol um. Und ich bin da auch sehr froh drum, dass es diese Form von Zurückhaltung und Disziplin gibt. Insgesamt 388 Schüsse hat die Familie Giraud an diesem Tag abgegeben. Drei davon waren tödlich. Für diese ungeheuerliche und unbegreifliche Tat, so die Richter, bekam Karl-Heinz Giraud lebenslänglich und seine Frau Brunhilde 15 Jahre Haft. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision der Angeklagten. Das Urteil des Duisburger Landgerichtes wurde also rechtskräftig. Karl-Heinz Giraud wurde nicht totgeschlagen, wie es von den Zuschauern des Dramas gefordert worden war. Aber er wird sich ebenso wie seine Frau voll verantworten müssen. Dazu sechs Kinder, die heimatlos geworden sind, drei tote Polizeibeamte, drei Witwen, zwei Kinder, die ihren Vater verloren haben und zwei schwer verletzte Beamte, die erst seit kurzem wieder voll dienstfähig sind. Das ist die Bilanz einiger grauenhafter Augenblicke am 15. Juni in Oberhausen, die man immer noch nicht so recht fassen und begreifen kann. Hermann Schulte-Holthaus, Werner Karp und Günther Olfen haben Abschied genommen, ohne es zu wollen. Sie haben Abschied genommen, obwohl sie jenem, der sie tötete, nichts Böses taten. Drei Polizeibeamte sind während eines Einsatzes gestorben. Vielleicht hätten sie überlebt, wenn keine Fehler passiert wären. Das Einzige, was ein wenig Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass die Fehler aufgearbeitet wurden und so heute nicht mehr passieren würden. Wenn ihr weitere True-Crime-Fälle aus NRW sehen möchtet, schaut euch doch diese Filme hier an.